Rod Abyssal, ich würde nicht Rod Morales gehen, du hast zwar 10% cooler als weniger, aber du hast halt keine Mana-Probleme, weil du ja über Rod gehst. So, warte mal, hier wollen wir mal gucken. Knock, Mystery Skin for Friend, Triple Legendary and Esports Bonus Activate. Was ist denn Esports Bonus? So eine Fnatic Skins oder was? Mystery Champion. Ja, es gab ein bisschen zurück, da ich eine extra Option, glaube ich, hier machen könnte, das in diesem Moment. Das sind derzeit nicht die Umgang, das ist der RP-Pro. Sie welche für IP? Boglidit ist ein sehr selten vorkommendes Mineral aus dem... Das kommt vom Waschbiet, oder? Der Halogenide. Es kristallisiert im Monoklin-Kristallsystem und gehört damit zu komplexen Sätzen Strontium, Natrium, Aluminium, Fluorid und zusätzlichen Phosphaten. Alles klar, haben wir es gelernt. Danke dafür, Waschbiet. Und danke für den Zap. Das wird schon vorbei, ja. Aber es ging ja bloß für zwei Attacken. Den Anspruch an den Champion zu schon zu hoch bei Aurelion und muss dann echt aufpassen, wo du reinkriegst. Guten Tag. So, ich muss jetzt erstmal gucken, ob überhaupt dieses Mikrofon funktioniert. Funktioniert das Mikrofon? Laut Ausschlag funktioniert's. Lieber SD Creativity, erstmal schönen guten Tag und so. Und ich hoffe, du bist gut in den ersten Mai gekommen und es war nicht zu hart. Bei mir war gar nichts sozusagen. Ein alter, bester Freund ist gestern zurückgekommen nach einer Weltreise. Den haben wir ein bisschen begrüßt. Ich habe 3 kleine Radler getrunken. Ich schwöre. Und bin dann ins Bett gegangen. Allerdings haben sich heute Nacht meine Nachbarn meinen Gestreiten gehabt zu tun zu müssen. Also kam dann halt um 6 Uhr die Polizei. Das war total entspannend auch und so, ne? Deshalb würde ich ihn zum Beispiel, mache ich ja auch nie, ne? Ich komme aus Altendorf. Das ist immer 1. Mai. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen soll, gut oder nicht. Dann habt ihr das jetzt gar nicht mitbekommen. Heute Morgen hat mich jemand angeschrieben und um eine Freundschaftsanfrage gebeten. Das passiert im Moment halt ein bisschen öfter. Und dann gucke ich halt kurz, wen er kennt und wen er nicht kennt und so weiter und so fort. Und der Mann saß im Rollstuhl, also habe ich die Freundschaftsanfrage angenommen. Und das Erste, was der gute Kerl mir geschrieben hat, ist... Hey, danke für die Anrufe, verdienst du auch Geld im Internet. Lieben Gruß, Timo. Wenn ich sowas lese, denke ich mir erstmal, das ist ja toll, dass du jetzt schon Spam bekommst und Leute irgendwie ein Foto benutzen von jemandem, der im Rollstuhl sitzt, du Arschloch. Also habe ich ihm auch das geschrieben. Was, ist das wieder so ein Spam und dann noch jemand im Rollstuhl dafür nehmen? Ich denke, ich werde das Profil wohl melden müssen, denn ich finde das ekelhaft. Daraufhin hat er mir geschrieben, nee, wäre kein Spam und so. Und da habe ich das immer noch nicht so ganz geglaubt. Mittlerweile glaube ich es und habe mich... Versuche gerade eben live mich bei ihm zu entschuldigen, sozusagen. Und werde ihm mal den Link hier schicken. Vielleicht kann er ja zuschauen. Das war so mein Tag bis jetzt. Achso, und ich habe dieses Studio, wie ihr vielleicht gesehen habt, zurückgebaut. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Danke für den Follow. Aber ich befürchte fast, das ist hier noch gar nicht eingefasst. Das könnte ein
könnte man jetzt nicht sehen. Weil das ist nämlich noch der Bildschirm von Samstag, wo wir gelesen haben. Und da kannst du halt schlecht Follows einblenden, weil das ist halt ein bisschen doof. Ne? So. Achso. Die Leute, die jetzt schon zugucken und ihre Augen aufkriegen. Ich bin nicht alleine, denn ich bin hier mit. Komm, ich bin Cornelius. Guten Tag. Hallo. Das stell ich doch mal vor. Sag mal irgendwas. Also sie ist gerade erst reingekommen. Sie wusste auch gar nicht, dass wir jetzt schon online sind. Also ein bisschen wusste ich's. Ich habe ja auf Facebook gelesen, dass ihr heute noch ein bisschen früher starten wolltet. Genau. Und dann, ich halte mich zurück. Und ein Programm habt. Und da mein Lebensgefährte mal einen Tag Ruhe braucht, bin ich also, heute hier. Schon mal vorab, vergeben. Ne? Ist halt so. Kann man nichts machen. Auch glücklich vergeben. Also nicht nur. Was soll das heißen? Ja, es gibt ja auch so dieses Vergeben, aber flexibel. Nein, ich bin glücklich vergeben. Ich bin 26 Jahre jung. Ich habe Lebensmittelwissenschaften studiert. Studiere jetzt noch mal Wirtschaftsinformatik. Ja. Angeber. Angeber. Wir sind alle schon gescheitert. Oder Taxifahrer. Ja, ich bin ja auch schon das erste Mal gescheitert. Wie? Und noch kein Taxifahrer. Ach, aber du verkaufst Alkohol. Nein, nicht direkt. Ich bewerbe Alkohol im Internet. Auch schön. Auch schön. Ich bin nämlich Online-Texterin nebenbei für Barneke, einer der europaweit größten Online-Spirituosenhändler. Die haben auch hier um die Ecke einen Laden. Quasi Sichtweite. Genau, quasi Sichtweite. Also, ne, haben wir heute leider geschlossen. Ist auch egal, jetzt genug Schleichwerbung und so. Ja, stimmt, sehr cooles Streaming-Studio, halt noch jung, wir fangen gerade erst an mit dem Ganzen, uns gibt es seit 2 Wochen, eigentlich seit dem 1.4., aber natürlich musste dann ich krank werden für 2 Wochen und dann musste ein bisschen improvisiert werden, also sind wir so richtig erst gestartet am 15.4., 16.4., irgendwie sowas und wir machen hier nicht nur Games und im Moment können wir auch noch nicht nachts senden, aber wir arbeiten daran, sondern wir machen halt alles mögliche, also wie gesagt, wenn du dir die Videos anschaust bei uns im Kanal, das letzte müsste tatsächlich sein von der Vorlesung, da haben wir irgendwie 8 Stunden lang gestreamt. Einfach mal hin und her springen, sich die verschiedensten Leute angucken. Da war hier ein Autorentreffen von Leuten, die das können oder nicht können, die das gelernt haben und die das halt beruflich machen und dann halt Leute, die das als Hobby machen. Ob sie es können, müsst ihr beurteilen. Das kann ich nicht beurteilen. Und da haben wir das Ganze einfach mal aufgenommen, das cutten wir auch noch alles zusammen und so. Und so, jetzt muss ich mal eben hier dem Timo Tibation, so nennt er sich nämlich auf Facebook, schreiben, dass er mir gerade zugucken kann. Und der Conny natürlich. Conny möchte ich sagen. Conny, Verzeihung. Bescheid, Bruder. Okay. Wenn's du Bock hast, ne? Wenn's du Bock hast. Wir sind gerade live. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade erst reingekommen. Jetzt hat er mir gerade geschrieben von wegen so hier. Ich bin wirklich real, mit Recht. Aber hey, man muss ja leider heutzutage tatsächlich sowas immer nachfragen. Ja, ich hatte dem Olli auch gerade schon die Geschichte erzählt. Es gab genau, da warst du bei, sorry. Einen berühmten Twitch-Streamer, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Der hat aber auch relativ viel Gelder darüber bekommen, dass er halt im Rollstuhl sitzt. Irgendwann hat er halt immer mal den Stream laufen lassen, dachte, er hat ihn beendet und steht halt aus dem Rollstuhl aus. Und hört zur Mitte noch seine Freundin sagen, verdammt, es läuft halt irgendwie noch. Ja, und seitdem hat man ihn, glaube ich, nie wieder gesehen. Höchst asozial. Art Games TV. Lieber Timo. Vielleicht bist du ja gleich da. Ja. Wir haben tatsächlich ein Logo. Ich gucke mal, ob ich das hier einblenden kann. Wie gesagt, das ist noch das Bild, was wir. Ich kann mal das hier anmachen. Das waren die Mädels von Dembelo, ne? Und sonst noch unter anderem. Ja, so schnell kann ich auch nicht gehen. Genau. Pass auf, jetzt stirbt er und gleich kommt der Flame. Gut, Jungler war nicht da. Guck mal. Wir haben schon ein Logo gekreativiert, sozusagen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht demnächst nochmal irgendwie Hilfe brauchen oder nicht oder wie auch immer. Wir haben eine Facebook-Seite. Interessanterweise heißt die Art Games, ne? So wie das da gerade durchs Bild fliegt und so, ne? Oder bei dir jetzt schon geflogen ist, sozusagen. Schreib mich doch einfach an. Dann schreib ich wir dir dich zurück, sozusagen. Das können wir alles machen. Das ist kein Problem. So, ich wollte eigentlich noch ein bisschen Mucke laufen lassen und noch ein, zwei Sachen erledigen, aber
Da wir jetzt hier schon so rumsitzen und ein bisschen quatschen und so, wie hieß denn der Typ, der das da versucht hat, irgendwie und so weiter? Oh, googelt's einfach, oder ich kann's auch mal eben schnell googeln. Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher, wie der hieß. Aber ich steh nochmal kurz auf. Ich hole nämlich auch nochmal was zu trinken. Ein Kaffee, was zu trinken. Ja, ich bin so abgefahren. Und das WLAN ist fort. Auch Erfahrung. Rolling auf Gold. Kann ich mein Jungle-Item noch holen? Der ist ja immer noch da. Was macht der denn da? Ja, super. Freue ich mich drauf, auf jeden Fall. Und ey, gerne auch bei Facebook liken und wenn du Bock hast oder selber irgendwas machen willst oder was dich hier mal da präsentieren willst oder so, ne? Sehr gerne, auch das können wir machen. Dann bereitest du was vor und wir stellen dich einfach vor. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass die Leute sagen, könntest du mir auch helfen oder so, ne? Das wäre natürlich eine Katastrophe. Oh. Jetzt hast du mir schon geschrieben, glaube ich. Ich muss mal eben den Ton ausmachen. Der freut mich unbedingt. Für Ruhm und Ehre hat er sich gedacht. Kann sich die Fax holen. Ich spiele das perfekt, kriegt der Rapper an der Stelle. Das ist so. Soll ich dafür ein Werbevideo machen, dass man einblendet? Du kannst machen, was du willst. Du kannst, wie gesagt, schreib einfach, wenn du Bock hast. Wo kommst du denn her überhaupt? Kommst du auch aus Essen? Aus dem, aus der schöneren Stadt, als man denkt, wo was sie sein ist, zu tun, getönt. Guten Tag! Seien Sie gewarnt, wir sind gerade live im Internet. Also, wenn Sie hier reinkommen, ist das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, dass man sehen kann, wow, hallo, oder irgendwie sowas. Aber wir haben gerade erst angefangen, es gucken erst 4 Leute zu, ganz entspannt. Aber das Bild, was Sie da sehen, sieht man tatsächlich gerade im Internet. Im Moment, ja. Aus Bavü kommst du. Du kommst aus Baden-Württemberg. Ist ja quasi um die Ecke, ne? Kannst ja laufen. Bisschen zumindest. Also wie gesagt, wir machen tatsächlich nicht nur Gaming. Ist natürlich ein großer Teil und wir werden das ganze Gaming halt auch mehr in den Abend und in die Nacht verlagern, so wir denn nachts hier senden dürfen oder wir eventuell halt auch anfangen, dann vielleicht nachts erstmal, bevor wir das hier dürfen, falls wir es dürfen, irgendwann mal von zu Hause zu, genau, solcher ist in der Nähe, zu senden. Ja. So. Viel ist halt auch noch improvisiert, wie gesagt, 14 Tage wurden uns geklaut, sozusagen. Und jetzt kommt es halt noch lustiger, wo wir gerade am Anfang sind, vom 4. bis einschließlich 8. wird hier alles dunkel bleiben, weil Oma wird 90 und ich habe auch noch Geburtstag. Ich werde aber keine 90. Zum Glück noch nicht. Jetzt aber gut gehalten dafür. Ich befürchte, ich werde auch keine 90, wenn das so weitergeht. danach ist dann wirklich Alarm. Dann wird auch keiner mehr 90 in absehbarer Zeit, hoffe ich. Also zumindest nicht von denen, die ich kenne, sondern das dauert noch einen Moment. So, jetzt schreibt Timo gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist. Der arme Kerl. Timo, falls du mich hören kannst, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid.